Tim, wir können zwischendurch auch mal wieder anstoßen. Ja, das Prost. Haben wir uns auch verdient. Im Vorsprung jetzt. Ach, der Georg. Also, herzlich willkommen. Georg Winter ist hier Schlagersänger. Er hat vorhin die Meute hier schon eingeheizt und richtig gut Stimmung gemacht. Jetzt muss ich natürlich wissen, wie ist denn das Frankfurter Publikum so? Ja, hervorragend. Ich meine, das ist natürlich für mich auch ein Heimspiel mit der Band. Also, macht richtig Spaß, Publikum geht richtig vorwärts. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf dem Oktoberfest besser ist. Nee, also ich glaube auch, wenn man hier ist, dann ist man da ohnehin drin und merkt gar nicht mehr, an welchem Ort man genau ist wahrscheinlich. Also, woher hast du denn deine Erfahrung, die Leute so einzufangen? Denn das fällt bei dir auf. Du kannst die Leute gleich richtig kriegen. Du weißt, wie die Spielchen so gehen, dass es allen zusammen Spaß macht. Wie kommt das? Woher hast du das? Ja, also es ist so, dass ich eigentlich von Kindesbeinen schon auf der Bühne einfach bin. Ja, das hat angefangen in meinem Heimatort in Dieburg, im Karnevalverein, auf den Fasnachtssitzungen. Und hat sich dann gezogen hier mit der Schlagerband, mit Van Baker und Band. Jetzt habe ich dann auch ein Soloprojekt als Schlagersänger noch angefangen. Das läuft auch sehr, sehr gut. Da produzieren wir jetzt gerade ein neues Lied. Also, es ist einfach, ich habe jetzt, glaube ich, dieses Jahr 50 Auftritte. Ja, das bleibt dann nicht aus. Du hast ja sehr viele alte, bekannte Lieder auch gesungen, aber du mischst es auch mit deinen eigenen. Ja, das machen wir auch. Wir werden hier heute natürlich wirklich Covernummern spielen, ja, damit die Leute brauchen das ganz einfach. Die brauchen Musik, die sie kennen, dass sie mitmachen können. Und es hat uns ja bisher auch recht gegeben, dass wir jetzt auf der Schiene hier fahren heute Abend. Und es wirklich macht Riesenspaß. Ist das wichtig bei so einem Programm? Du hast eigene Titel natürlich, du bist mit deiner Band da, aber da hast du zwischendurch auch immer so Klassiker drin, ne? Ja, natürlich, das muss sein, dass die Leute mitsingen können. Dann haben wir so ein paar Stimmungssachen noch drin, ne? Was halt gerne im Stadion gesungen wird. Ich meine, wir sind hier in Frankfurt, ja, bei der Eintracht. Da sind ja auch immer viele Leute, denke ich, von der Eintracht auch heute Abend hier, wenn sie nicht gerade beim Spiel sind, ja. Und das brauchen die und wie gesagt, da geht es schon richtig vorwärts. Wie ist das denn eigentlich, wenn du jetzt hier bist? Also ist es vorher harte Arbeit, Backstage, einsingen und dann warm laufen und ein bisschen pumpen oder was? Habe ich alles bei Boybands schon gesehen, dass ich vorher nochmal ordentlich und so. Und dann geht's los und hinterher machst du dann gleich eine Nachlese oder kannst du ja auch ein bisschen mitfeiern? Nein, wir feiern dann natürlich schon mit. Also so, ich singe mich schon ein. Also ich singe mich jeden Tag eigentlich ein. Es braucht einfach die Stimme, auch die Übung. Und dass man hier gleich von vornherein einfach, da ist die Stimme klar, da kommt die Stimme raus, das muss einfach sein. Und danach im Auftritt, da trinken wir dann auch schon mal ein Bierchen und lassen uns dann noch ein bisschen gut gehen und dann geht's heim und morgen geht's dann wieder weiter. Du trittst ja auch auf Mallorca auf. Richtig, genau. Ist das ein hartes Pflaster eigentlich? Ist das Publikum da kritisch? Also, es ist ehrlich gesagt... Intellektuell? Nein, Entschuldigung. Es ist ehrlich gesagt so... Das darf man einfach nicht vergessen, die Leute sind dort einfach im Urlaub und das spürt man einfach. Da kommt man auf die Bühne, die Leute sind entspannt und die wollen das, die wollen unterhalten werden. Und ich war dieses Jahr zweimal dort gewesen, jeweils eine Woche und es war bombastisch. Und das geht's nächstes Jahr geht's auch wieder hin, ja, ist einfach toll. Da sind ja Micky Krause und Jürgen Drews ganz vorne mit dabei. Kannst du dir da was abgucken von denen? Ja, also mit Jürgen stehe ich auch in Kontakt. Der hat mir jetzt für mein Soloprogramm hat er mir ein Playback geschickt von Gloria, von einem seiner Titel. Das werde ich dann morgen, bin ich als Solokünstler hier im Oktoberfestzelt in Frankfurt. Und da werde ich das dann morgen zum Besten geben. Okay, vielen Dank, Georg. Ja. Viel Spaß noch hier weiter und viel Erfolg natürlich. Wir werden noch viel von ihm hören und sehen, glaube ich. Genau. Und der Tommy? Thomas Lerchenberger. Thomas Lerchenberger. Hallo, hi. Ja, willkommen auch in der Sendung. Ein Bär von Mann steht jetzt neben uns. Ja, und richtig gut ausgestattet, mit einem Orden sogar. Ja, König Ludwig und unser alter Ministerpräsident, halt unser Strauß. Also gibt es noch 100 Stück davon und sind uns alle verliehen worden in München. Aber das ist ja ein Mitbringsel aus München, oder? Wie ich das richtig sehe. Genau, macht der Kumpel von mir, da gibt es noch 100 Stück davon und der Herr Stoiber hat einen bekommen und gewisse Leute und überhaupt die Ehre bekommen, auch einen zu bekommen. Du bist ja ein Dirndl-Experte, ja? Und du warst ja sehr viele Tage auch hier auf dem Frankfurter Oktoberfest. Hast du denn schöne Exemplare gesehen? Bist du denn zufrieden mit den Frankfurterinnen und auch mit den Frankfurtern? Also ich bin sehr überrascht und bin sehr, sehr zufrieden mit den Frankfurterinnen und alle wunderhübsche Mädels. Also da können sich manche Münchnerinnen teilweise eine Scheibe abschneiden. Ja, Kathi, aber es gibt ja nicht nur die Mädels und die Dirndls, sondern dann auch noch die Herren. Und also du hast uns ja alle beraten. Ohne dich hätten wir uns ja, habe ich schon mal gesagt, maßlos, kleiner Scherz, blamiert. Und das wäre voll in die Hose gegangen, zweiter Scherz versteckt, weil wir einfach
was anderes gedacht hatten, was man so trägt. Und du als Münchner Experte, ich glaube, Wohnung in München direkt an der Wiesn. Genau gegenüber vom Oktoberfest. Naja, gut. Also dann weißt du absolut Bescheid. Hast zum Beispiel mir erst gesagt, Sascha, mach mal ohne. Ne? Ja, genau, ohne Träger. Also wir Bayern tragen halt normal Lederhosen, ob kurz oder Kniebund, ohne Träger. Die, die mit Träger tragen, sind entweder nur Vereine. Und so wie es du tragst, dann leider halt Touristen. Ja, aber dann bin ich heute eben freiwillig Tourist, aber mit Vorwarnung, du hast es mir gesagt. Und wir sind ja ohnehin hier in Frankfurt, da darf man das wahrscheinlich eher, oder? Ja, eben. Also heute bin ich ja Tourist hier bei euch, ja, dann im Grunde genommen, oder? Weil heute könnt ihr ja so rumlaufen, aber ich bin heute in dem Sinne der Tourist. Was sagst du denn insgesamt zur Veranstaltung? Bist du zufrieden damit? Ja, also ich muss sagen, also für Frankfurt und das erste Oktoberfest, also ist schon ein Knaller. Also Hut ab, Respekt. Und heute haben wir richtig gesehen, dass die Frankfurter richtig feiern wollen und der Punk abgeht. Also dann wünsche ich mir nochmal von dir, nachdem ich zur Kleidung einiges gelernt habe, nochmal ein bisschen zur Sprache zu lernen. Das fehlt als nächstes. Also beim nächsten das Fest muss ich... Das ist schwer bei dir, weil du kommst ja aus dem Norden. Ja, wir werden langsam, Frankfurt überall her. Wir werden langsam anfangen. Danke. Ja, okay, das machen wir. Dann vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich habe zu danken. Nein, wie immer, ich habe zu danken. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und viel Spaß noch am Fest. Thomas Leichenberger. Ich spreche mal ein bisschen hessisch. Weiter geht's.